einfach so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir, so wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Herzlich willkommen bei Wunder heute, liebe Zuschauerin und liebe Zuschauer. Bei uns zu Gast ist Andreas Berglesow. Er ist Russlanddeutscher und lebt mit seiner Familie in Bochum, in Deutschland. Andreas Berglesow starb am 21. Januar 1995 infolge eines Autounfalls, ging in den Himmel und bekam einen Auftrag von Gott. Am 22. Januar um 2 Uhr nachts wurde er wieder zum Leben erweckt. Er wachte im Leichenhaus wieder auf. Das waren 5 Stunden, nachdem man seinen Tod festgestellt hatte. Er berichtet von dem, was er erlebt hat und welchen Auftrag Gott ihm gegeben hat. Und zuerst einmal herzlich willkommen, Andreas. Ich möchte ganz kurz noch ausholen, du warst zu diesem Zeitpunkt als Missionar in Sibirien tätig. Deine Familie war dort, ihr hattet bereits 2 Kinder und das 3. Kind war unterwegs, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja. Und dann, wie kam es eigentlich zu diesem schrecklichen Autounfall, wenn wir da gerade mal einsteigen? Ja, wir besuchten eine kleine Gruppe, die wir mal an den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre gestartet haben als Evangelisation am Baikalsee. Und in dieser Reise wollten wir sie besuchen einfach. Es war eine schwere Zeit, wegen dem wir konnten das nicht so oft im Sommer machen. Und deswegen haben wir die Dörfer da um den Baikalsee meistens im Winter besucht. Mhm. Und deswegen waren wir unterwegs. Jawohl. Und ihr wart dann mit dem Auto, wart ihr unterwegs und wolltet eben dort so eine Tour machen, wolltet dort diese, kann man sagen, Gemeinden besuchen? Ja. Ja. Und dann wart ihr nachts unterwegs mit dem Wagen und was ist dann geschehen? Als wir in der Hinreise waren wir in der Nacht unterwegs. Aber als es passiert war, war es Nachmittag. Mhm. Wir fuhren um 16 Uhr Nachmittag los von dem letzten Dorf, wo wir waren. Und wir wollten über Nacht dann durchfahren, dass wir morgens früh zu Hause sind im Gottesdienst. Mhm. Und deswegen, das alles war passiert, schon so um 6, 6:30 so ist abends. Abends ist das dann passiert. Mhm. Und ich habe das ja gelesen, aber am besten ist, du sagst das auch direkt mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Es kam ein LKW, aber am besten erzählst du uns das selber. Du hast das ja erlebt, du warst dabei und mit dir im Auto waren noch 2 Personen. Es waren auch Pastoren. 2 Pastoren mit dir, die dort unterwegs waren. Und wie hat sich dieser Unfall dann abgespielt? Wie war das? Ja, das letzte Dorf, wo wir waren, das ist Barguzin. Und Barguzin ist ein bisschen weiter entfernt, so ungefähr 40, 50 Kilometer entfernt von Baikalsee. Und wir mussten von Barguzin dann erst bis zu Ust-Barguzin. Das ist das Dorf auch, das direkt am Baikalsee liegt. Bis zum Baikalsee und dann runter, längs dem Baikalsee, nach Süden zu fahren. Und wir waren so ungefähr 25 Kilometer schon durchgefahren und die Straße ging so langsam schon nach unten zum Baikalsee. Und es hat auch sehr ziemlich geschneit und da sah ich, dass 2 LKW mir entgegenkamen. Und in den sibirischen Straßen, in dem Wald, in der Taiga, ist es nicht so einfach, auseinanderzufahren. Aber ich war nicht das erste Mal am Steuer. Und wir knallten dann mit dem 2. zusammen. Hm. Später haben wir das entdeckt, dass er besoffen war und fuhr einfach mitten auf der Straße. Er hat mich gar nicht gesehen. Und ich meine, wenn man das hört, LKW, der hat euch richtig gerammt dann. Ja, das kann man, muss man auch ein bisschen so verstehen. Die Straßen, dann ist nur eine Spur. Die werden jetzt nicht so oft gereinigt, wenn es auch noch schneit. Und es ist nur eine Spur. Und wenn jetzt 2 Autos kommen entgegen, einer auf dem anderen, und es ist nur eine Spur und keiner will auseinanderfahren oder runterfahren von der Spur, weil es da tief Schnee ist.
Und wir sind dann, das macht man auch oft so in Sibirien, dann fährt man auf eine Seite runter und die andere Seite lässt man für den Entgegenkommenden. Und ich war dann runtergefahren auf eine Seite, weil mit dem ersten sind wir auseinandergefahren. Und der zweite, der fuhr einfach auf der Spur, der sah uns gar nicht. Und dass ich mit einer Seite nur runtergefahren, dann rammelte er rein in uns auf die linke Seite so und hat dann, das Auto war in zwei Teile einfach zusammengebogen. Und eigentlich, wenn man das ja hört, LKW, wie gesagt, dann denkt man, wenn so ein Riesenkoloss ein Auto irgendwie erwischt, normalerweise kann man sich ja schon Schlimmes vorstellen. Jetzt, wie war es mit den Verletzungen dieser beiden Mitinsassen, dann von dir, den Pastoren und bei dir selbst? Wie sah das genau aus? Ja, dass er von dem Schlag waren ihm seine Vorderräder abgerissen worden und er ist dann über uns übergeflogen einfach. Und mit dem Lenkrad und mit dem Armaturenbrett war ich hier also unter meinem Bauch reingedrückt, in meinem Sitz reingedrückt worden. Und meine Insassen, meine Brüder, mit denen passierte nichts, weil sie von der anderen Seite waren und die waren eigentlich gesund raus Unverletzt, und ja. verletzt geblieben. Und wann hast du realisiert, du warst noch bei Bewusstsein? Ja, bis zum Krankenhaus war ich Bewusstsein, weil ich im Schockzustand war und ich spürte keine Schmerzen von Anfang. Als wir dann runterflogen von der Straße, einfach im Wald, im Schnee rein und Victor, einer von den Pastoren, der saß von meiner Seite, von der rechten Seite, und er sprang dann raus, zog dann auch Sergei, den zweiten Pastor, von hinten raus, und ich sah, dass es alles in Ordnung ist. Und als sie dann schon draußen waren, dann dachte ich, jetzt muss ich aus dem Auto raus. Und als ich dann mich bewegte, dann blieb mein linkes Bein hängen, weil es oben gebrochen war. Und sie holten mich dann raus und transportierten mich dann zurück zum Krankenhaus. Und unterwegs, als wir zum Krankenhaus waren schon, da spürte ich starke Schmerzen in meinem Bauch. Ich bekam kaum Luft und ich dachte, wahrscheinlich waren meine Rippen noch kaputt. Aber dann später haben die Ärzte das festgestellt, dass nicht meine Rippen, dass meine innere Organe, von denen, dass ich in meinem Sitz reingedrückt war, waren alle meine inneren Organe abgerissen worden und sie waren hier unterm Herz geschleudert. Unglaublich, wenn man das so hört. Du kamst in das Krankenhaus dort und dann, wie ging es dort weiter bei dem Krankenhaus? Ja, als wir dann zum Krankenhaus kamen, das war samstagsabends und das ist so, kann man in Russland sowas auch treffen, besonders dort im Dorf, weit im Norden. Wir kamen zum Krankenhaus, sie brachten mich dann in die Aufnahme rein und die Krankenschwester kamen alle, stellten sich um mir rum und sagten mir, wir werden nichts machen, weil die Ärzte sind alle zu Hause. Und wir mussten noch warten, bis der Krankenwagen dann den Arzt abgeholt hat. Und dass wir da auf dem Arzt warteten, spürte ich, wie das alles dunkel in meinen Augen wurde und ich fing langsam das Bewusstsein zu verlieren. Hattest du Todesangst damals? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber du wusstest, irgendetwas stimmt nicht, die Verletzungen müssen doch größer sein. Und das hat sich ja nachher bestätigt. Man hat ja dann, so viel ich weiß, sofort geschaut, dass man Blutkonserven irgendwie auftreiben konnte, weil du sehr viel Blut in dir drin hattest oder verloren hattest. Das weiß ich nicht mehr genau. Wie war das? Ja, als der Arzt dann da war, dann brachten sie und da festgestellt ist, dass schon kein Puls da war. Und wenn der Puls dann nicht da ist, dann ist was von innen was nicht in Ordnung. Und sie haben dann mich sehr schnell vorbereitet zu der Operation. Und schon in einem OP-Saal, dann haben sie mich aufgemacht. Ich wurde hier ganz aufgemacht worden. Ja, als sie mich dann aufmachten schon, dann bekamen sie Angst, weil meine ganzen inneren Organe, die hier unterm Herz waren und jetzt schon 3 Liter Blut in meinem Bauch war. Das war ja alles vermischt mit dem ganzen, Därme, alles. Und sie bekamen Angst, weil im Krankenhaus kein Blut war.
keine Reserven gab. Und sie schickten dann eine Schwester, Krankenschwester, sie lief einfach am Dorf rum und suchte jemanden, einen Spender, der Blut spendet. Und sie haben dann angefangen, das Blut einfach rauszuschöpfen, durchsieben und wieder in meinen Adern reinzugießen. Und später schon eine Schwester, die war Arzt in unserer Gemeinde, sie hat das mir dann später erzählt, sagt sie, als ich das zu hören bekam, standen alle meine Haare zu Berge. Sagt sie, weil das kann man machen, das Blut kann man bearbeiten, aber nicht so schnell. Das ist unmöglich, sagt sie, in solcher kurzer Zeit das alles bearbeiten. Und deswegen sagt sie, nach der ärztlichen Vorstellung, dass wenn das Blut in den Lungen reinkommt oder im Gehirn, dann ist das alles Schluss damit. Und das war ja dann, die Ärzte, die konnten das ja kaum fassen, als sie gesehen haben, so viel Blutverlust und dann die Schwere der Verletzung. Und letztendlich, die waren nicht mehr so zuversichtlich. Ja, sie wussten ja auch gar nicht, was weiter zu machen. Ich habe dann später auch gefragt, warum haben sie das Blut wieder reingegossen? Warum haben sie das gemacht? Und der Arzt sagte auch, wissen Sie, oder sie sterben ohne Blut, oder sie sterben so. Sie gingen das Risiko einfach zu. Und da blieb mein Herz auch stehen. Sie haben das festgestellt, dass mit mir alles zu Ende ist. Und sie wussten, oder sahen das jetzt, dass jetzt weiter nichts zu tun ist. Legten die ganzen Organe wieder rein, machten mich auf 4 Klammern zu. Und damit war alles Schluss. Und dann haben Sie sich dort gelassen, oder? Nein, sie haben dann mich auf eine Bahre rübergelegt und brachten mich dann ins ein anderes Zimmer, zugedeckt mit einer Decke, und brachten mich dann in das andere Zimmer rein. Da sollte ich noch ein paar Stunden liegen und dann weiter in die Todeshalle. Für die Ärzte war klar, medizinisch gesehen, du warst tot. Ja. Sie konnten nichts mehr tun. Und jetzt wird's ja ganz interessant. Weil du hattest ja dann eine ganz spezielle Begegnung auch mit Gott. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Klinisch tot, du stirbst. Was ist da geschehen? Ja, eigentlich ist das schon kein klinischer Tod, weil ein klinischer Tod, der dauert 5-6 Minuten. Und das ist jetzt nach den ärztlichen Vorstellungen und 5-6 Minuten. Und nach dem 5-6 Minuten, wenn es nicht weitergeht, wenn der Mensch nicht zum Leben kommt, dann stirbt der Gehirn ab. Und dann ist das schon was nicht fast Unmögliches, was zu machen weiter. Ich war ja fast bei 5 Stunden tot. Das war wirklich kein klinischer Tod, das war ein normaler Tod. Normaler Tod. Ja. Und als dann mein Herz stehen blieb, spürte ich selbst, dass ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war wirklich so natürlich, wie man einfach aus einem Zimmer rausgeht. Ich fing dann nach oben zu steigen, ging dann bis zur Decke und ich ging durch sie durch, sie störte mich nicht. Durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und sah wieder, mich stört nichts, kein Dach, keine Wände. Und ich sehe alles, was da in dem Krankenhaus auf dem Operationstisch passiert. Ich sah meinen Körper und sah, wie die Ärzte was versuchten zu machen. Sie wollten mich wieder zum Leben zurückzubringen. Es war ja gerade genug geschehen. Und Elektroschock und alles Verschiedene ist da, was sie da machen alles. Und ich überlegte so und dachte, solche Gedanken kamen mir so zu. Das war wirklich natürlich, als ich spürte, dass ich am Leben bin. Ich wusste nur, dass jetzt mein Körper weg ist, aber ich bin ja hier. Ja, und so ein Gedanken kam mir, was wollen Sie mit mir? Ich will nicht mehr zurück, mir geht es ja so schön, ich möchte nicht wieder zurück. Und das war so das erste Erlebnis, dass du hattest keine Schmerzen mehr. Nein. Das war alles vorbei. Ja. Aber dort hat es ja noch nicht aufgehört, sondern dann ging es ja noch, wurde noch viel schöner, oder? Ja, natürlich. Ich sage immer, wir von denen, die einen ganz kleinen Augenblick dort reinschauen können, die möchten mir nicht zurück auf diese Erde. Bevor wir dort sind, hier auf Erden möchte keiner weg.
Aber wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dann möchte keiner wieder zurück. Und das habe ich festgestellt. Ich schaute auf das Krankenhaus, auf meinen Körper, und mit dem Moment höre ich mit einmal ein Singen, das von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten kam. Und ich kann das einfach nicht beschreiben, weil das, was Besonderes ist, das singt der ganze Himmel. Hier auf Erden wird so nicht gesungen. Und viele fragen mich dann auch, was war das für ein Singen? Ich kann das einfach nicht beschreiben. Ich sage dann immer, wenn wir dorthin kommen, dann werden wir das hören. Und wir werden einfach mitmachen. Wir werden mitsingen. Und ich drehte mich dann von dem Krankenhaus weg und fing an zu suchen. Ich dachte, wer kann hier noch singen jetzt? Und ich schaute so nach vorne und sah eine große Schar Menschen. Sie kamen mir entgegen. Sie sangen auch, aber das Singen kam auch von den anderen Seiten. Aber die Menschen, die sangen da auch. Und die waren in weißen, glänzenden Kleidern. Und sie kamen immer dichter und dichter. Und als sie dann so ungefähr 5, vielleicht 7 Meter so von mir waren, trennt sich dann ein junges Mädchen von der ganzen Schar und kommt nach vorne, kommt zu mir, nimmt mich an der Hand und ich erkenne sie mit einmal. Und das war ein junges Mädchen aus unserer Gemeinde, die leukämiekrank war, und wir haben sie beerdigt vor 2 Monaten vor meinem Tod. Und sie nimmt mich an die Hand, sie glänzt auch so, lächelt in dem ganzen Gesicht, strahlt einfach, nimmt mich an die Hand, und in dem Moment, dass sie mich an die Hand nimmt, hörten sie alle auf zu singen. Und sie schaut mich so in die Augen und sagt, André, du bist auch hier? Da sage ich, ja. Und sie sagt, wie wunderschön ist das. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Das war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Ich sage immer, das ist was Besonderes. Das wird das Beste sein, was wir erleben werden, jemals in unserem Leben überhaupt, wenn wir treu Gott bleiben und einmal dorthin kommen. Weil kein Präsident hier auf Erden wird so entgegengenommen werden. Er wird hier auf dieser Erde entgegengenommen. Uns werden sie keine rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Das wird die beste Begegnung sein. Und das war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Sie fingen wieder an zu singen. Und hier einen Augenblick. Ich bin über unsere Stadt und über das Haus, wo das junge Mädchen wohnte. Das ist ein 9-Etagen-Haus. Auf der 7. Etage wohnt ihre Familie bis heute noch. Und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Wände. Ich kann alles sehen, was in der Wohnung passiert. Und ihre Mutter, ich werde jetzt das nicht alles erzählen. Das ist sehr lange. Ich sah detailliert alles, was in der Wohnung passierte. Was sie machten dort alles. Später hat die Mutter von den jungen Mädchen das mir bestätigt, als ich schon zu Hause war. Das ist 1:1, das alles war. Als ich dann schon zu Hause war und sie kam zum Besuch zu uns und ich habe das ihr erzählt und sie hat es bestätigt. Sie saß im Wohnzimmer in einem von den Sesseln und weinte. Und ich sah, wie die Tränen einfach auf den Boden tropften. Und hier, als ich so das alles sah und zuschaute, hörte ich mit einmal eine Stimme. Und die Stimme, die durchdrang das ganze Universum. Von dieser Stimme konnte man sich gar nicht nirgends verstecken. Nicht dort oben, nicht hier auf dieser Erde, nicht unter der Erde. Da spürte man Macht, Kraft, aber trotzdem Liebe. Da brauchte man keine Erklärung. Ich konnte das gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Und er stellte mir Fragen. Viele sagen, ja, wenn ich dorthin komme, werde ich schon was finden zu antworten. Und ich sage immer, das wird der letzte Unsinn sein, was sie noch machen werden überhaupt. Und er stellte mir Fragen. Die erste Frage war, was macht sie?
Ich war ganz verwundert. Dachte, wozu hier noch fragen? Ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und ganz verwundert antwortete ich auch, sagte ich, Jesus, ja, sie weint ja. Die zweite Frage war, wozu? Ich fand keine Antwort. Jede Antwort war einfach Unsinn. Die dritte Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun als sitzen und weinen? Ich fand auch keine Antwort. Ich blieb einfach still. Und er sprach dann weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt schau mal. Ich drehte mich von dem Haus weg, hob meine Augen so auf und unter mir sah ich die ganze Stadt, über 400.000 Einwohner. Und mitten von der Stadt, einfach von der Mitte so, fing ein großer, breiter Weg an. Er ging dann über die Stadt, ging bog links ab und verschwand dann hinter dem Horizont. Schau auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute und sah da Menschen. Es waren so viele. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand da noch rauf wollte, musste er wahrscheinlich die anderen alle auseinanderschieben. So voll war der Weg. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg, wo der hinführt? Ich sagte, ja, Jesus, dieser Weg führt zur Hölle. Da braucht man gar nicht zu erklären. Es war selbstverständlich zu wissen, dass der Weg zur Hölle, zu das ewige Verderben führt. Schau nochmal auf diese Stadt. Ich schaute nochmal zurück und sah noch einen Weg, aber der war ganz schmal. Der fing auch von der Stadt an, hob sich auch über die Stadt, aber ging nicht längst über die Stadt so, aber ging immer höher, bog rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute und sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt. Ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. Also waren nicht so viele? Nicht so viele. Hm. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren sehr wenige. Und wieder die Frage, diesen Weg kennst du auch? Sag ich, ja, Jesus, dieser Weg führt zu dir in die ewige Herrlichkeit. Und er sprach dann weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist noch nicht zu Ende. Du gehst wieder zurück. Ich gebe dir noch Zeit. Und deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist sehr kurz. Nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte. Ein Augenblick und ich bin wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel. Ganz gleich von Anfang konnte ich gar nicht verstehen, wo ich jetzt bin. Ja, ich war im Unfall, kam ich wieder zu sich und ich war im Unfall, ich war im Krankenhaus. Ja, aber wo bin ich jetzt? Alles ist dunkel, ich bin zugedeckt mit einer Decke. Und in diesem Augenblick geht die Decke auf und das war der Arzt. Als er dann sah, meine offenen Augen, ist er einfach weggelaufen. Er ist weggelaufen und in ein paar Minuten kamen die Krankenschwestern. Ich sage immer, die Ärmste, die mussten kommen mit einer Bar wieder, legten mich rauf und liefen mit mir zurück zum Operationssaal. Wie war das für den Arzt? War das nicht unfassbar, vorher hat man den Tod festgestellt und jetzt auf einmal... Ja, ich glaube nicht nur für den Arzt, für alle Mitarbeiter da im Krankenhaus. Weil sie dann später mir auch sagten, wo ich am Anfang in der Intensivstation lag und in dem Krankenhaus, anderthalb Monate war ich im Krankenhaus, alle sagten, sie sind ein besonderer Patient bei uns. Wir hätten nie so einen Patient bei uns. Aber Gott hat das zugelassen und damals konnten wir das nicht verstehen, warum Gott das zugelassen haben. Heute sehen wir, dass Gottes Wege waren, dass ihm sein Name verherrlicht ist. Er hat dich ja mit einem Auftrag wieder auf diese Erde oder in diesen Körper zurückgeschickt, um eben Menschen zu sagen, es ist eine Realität. Und du warst ja, kann man sagen, im Himmel. Ist das jetzt automatisch so, wenn jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zuschauen und sagen, okay, das war eine wunderbare Erfahrung, die du gemacht hast, ja, kommen denn alle automatisch dort an diesen schönen Ort? Nein, nicht alle. Ja.
ich glaube an das, was die Bibel sagt und sehe, dass jetzt das, was ich erlebt habe, dass Gott uns die Zeit hier auf Erden gegeben hat. Solange wie wir leben, für jedem hat er seine Zeit zugestimmt. Wenn 25, 20 Jahre, 30, 40, 90 Jahre, aber die Zeit hat uns Gott gegeben, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben, wo wir ewig leben werden. Ich sage immer, wenn ich besonders unter den Russlanddeutschen oder den Russen spreche, wenn ich sie dann anspreche und sie sagen, ich glaube an keinen Gott, ich glaube nicht an das Leben nach dem Tod, sage ich, dann sind sie mir kein Mensch. Weil das Wort Mensch in Russisch, Человек, es ist ein besonderer Name. Selbst Gott hat dem Namen gegeben als Mensch. Als er Adam und Eva geschaffen hat, sagte er, das wird ein Mensch sein. Adam hat sich das nicht ausgedacht, dass ich jetzt ein Mensch sein werde. Nein, Gott hat das zugestimmt. Und in russischer Sprache, Mensch, wörtlich übersetzt Mensch jetzt, Человек, das sind zwei Worte. Das sind zwei Worte, Chilo und Werk. Chilo ist Gesicht, Werk ist Ewigkeit. Das Gesicht der Ewigkeit. Jeder von uns trägt den Namen, das Gesicht der Ewigkeit, dass wir ewig leben werden. Und Gott hat das zugestimmt. Ich sage immer auch, dass ob wir daran glauben oder nicht glauben, uns fragt keiner. Wir werden einfach ewig leben. Gott hat das zugestimmt. Ob wir an Gott glauben oder nicht glauben, das stimmen wir zu. Das ist unsere Entscheidung. Aber ob wir ewig leben oder nicht leben werden, das fragt uns keiner. Wir werden einfach ewig leben. Und Gott hat uns die Zeit gegeben auf dieser Erde, dass wir uns vorbereiten auf das ewige Leben. Es gibt eine Hölle, es gibt eine Herrlichkeit mit Gott. Die Hölle war nicht für den Mensch vorbereitet, aber der Mensch wählt. Wir haben einen freien Willen und wir wählen, wo wir hingehen. Und deswegen, diese Zeit auf dieser Erde ist uns gegeben, dass wir auswählen, wo wir hingehen. Ja. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Wie gesagt, du hast die Augen wieder aufgemacht. Du wurdest zum Leben erweckt wieder und jetzt noch mal operiert. Die Ärzte haben ja dann versucht, dein Leben zu retten. Es war ja in dem Sinn, jetzt medizinisch gesehen, war das noch viel Arbeit. Ja, natürlich. Zu der Zeit haben sie dann schon einen Spender gefunden, der Blut gespendet hat. Und sie haben dann mich wieder von frischem aufgemacht und mussten dann Ordnung in meinen Organen machen. Ich kann das jetzt nicht alles so detailliert sagen, was ich jetzt in Deutsch weiß. Jetzt der Magen, Milz, das Zwerchfell war zugenäht, das war ein Loch, so ungefähr so ein Loch drin. Das Zwerchfell war zugenäht worden, ein Teil von den Därmen und noch ein Teil. Sie brachten mich dann nach der Operation in der Intensivstation. Montag früh kam meine Frau und ja, sie brachten sie dann zum Arzt in das Arztzimmer rein. Und als der Arzt dann kam und sagte, wissen Sie, Ihr Mann ist am Leben, aber Sie müssen sich vorbereiten, einfach Abschied nehmen, weil Ihr Mann sowieso nicht leben wird. Aber ich wusste, keiner wusste, dass ich leben werde. 2 Wochen kämpften sie für mein Leben, aber ich wusste, dass ich leben werde, weil Gott das zugestimmt hat. Gott hat dir gesagt, du hast einen Auftrag. Ja. Genau. Was sagen die Ärzte denn dazu, heute, dass du überhaupt so leben kannst? Ich war schon in vielen Krankenhäusern, hier in Deutschland auch schon, auch in St. Petersburg. Ich war in einem Krankenhaus, wo die Obrigkeit von Russland ist. Das ist kein einfaches Krankenhaus, da ist die Obrigkeit da, und normale Menschen können nicht so einfach da rein, aber Gott hat es so zugestimmt, dass ich da reinkam, und der Arzt, der mich aufgenommen hatte damals, der hat mal in seinem Leben Brezhnev operiert. Das sind die besten Ärzte von der damaligen Sowjetunion. Und als er dann meine ganzen Papiere gesehen hat, was mit mir war, das alles durchgelesen, und dann schaute er so mich an und sagte er, dann wissen Sie, wenn alles, was hier drin steht, Sie sind, dann müssen Sie Gott dankbar sein, dass Sie überhaupt leben noch. Und für jedem, wo ich auch bin,
jeder Arzt, der sagt, das ist ein Wunder für uns. Aber wenn Gott sagt, du hast einen Auftrag und darum, diesen Auftrag zu erfüllen, ja, musst du erleben. Amen. Und das finde ich ganz gewaltig. Also ich bin wirklich zutiefst berührt und das zeigt tatsächlich, dass es eben Wunder gibt, auch in der heutigen Zeit, dass sich Gott überhaupt nicht verändert hat. Jetzt, Andreas, du hattest angesprochen und gesagt, es war ja wunderschön, unvorstellbar eigentlich, diese Begegnung, wo du gemerkt hast, da ist so viel Schönheit, Herrlichkeit, man kann das nicht in Worte fassen. Und so, dass du dich bestimmt ja auch freust wieder auf diesen Moment dann. Ja, ich sage immer, hier auf Erden bin ich ein Gast. Ich gehe wieder nach Hause. Ich möchte gerne, weil ich mich sehr freue schon darauf, was Gott für uns vorbereitet habe. Ich habe nur ganz wenig gesehen, aber ich stelle mir das vor, was ich und wir alle noch sehen, mehr werden, wenn wir dort sein werden. Und ich werde wieder zurückgehen. Du hast von diesem breiten Weg, du hast dort Hölle auch erwähnt, mit dem Ausgang der Hölle, und von diesem schmalen Weg, Herrlichkeit Gottes Himmel gesprochen. Und wie ist das jetzt ganz konkret? Ich meine, wenn jetzt jemand zuschaut hier und sagt, ich möchte auch dorthin und ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht sicher, was muss ich tun, dass ich dann wirklich die Gewissheit habe, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Wenn ich mich ja entscheiden muss hier auf Erden, in diesem Leben, was sollen die Leute tun? Was ist jetzt deine Meinung? Oder was sagt die Bibel auch dazu? Ja, so wie die Bibel das sagt und wie ich das jetzt erfahren habe und sage das auch weiter, dass wir uns entscheiden müssen, bevor wir noch auf dieser Erde sind. Nach dem Tod gibt es nichts mehr. Das ist die größte Lüge, was Satan sich noch ausgedacht hat. Dass man nach dem Tod einen Priester einladen kann und der wird dich freisprechen. Das ist die größte Lüge. Ich habe so ein Beispiel, kleines, immer, stellte ich mal vor, wenn ich im Flugzeug sitze und zu der Stewardesse sage, ich fliege zum Beispiel nach Amerika, das Flugzeug fliegt nach Amerika und ich sage zu der Stewardesse, ich möchte nach Sibirien. Wer wird mir das sagen? Das wissen Sie, wir können das hier nicht in der Luft machen. Das müssten Sie auf der Erde mal sich entscheiden, wo Sie hinwollen. Hier in der Luft können Sie nur dorthin fliegen, wo das Flugzeug hinfliegt. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir müssen uns entscheiden, bevor wir hier auf Erden sind. Nach dem Tod gibt es nichts mehr. Und hier auf Erden, viele sagen, wie kann ich das dann machen? Ich sage, wir müssen unser Leben Jesus übergeben. Im Gebet. Und viele sagen dann, wie kann ich das? Ich habe ja nie gebetet in meinem Leben. Wie kann ich das machen? Und ich sage dann zu dem Zuhörer, Zuschauer, sage ich dann, ich kann dann helfen. Ich kann mit euch zusammen beten. Und wir beten dann zusammen. In der Bibel lesen wir ja, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater in diese Beziehung außer durch mich, durch Jesus Christus. Und wenn jetzt eine Zuschauerin, ein Zuschauer jetzt hier sagt, ich möchte diesen Schritt auch machen, ich habe mich noch nie ganz konsequent entschieden und dieses Angebot Gottes ist ein Liebesangebot anzunehmen, dann wäre doch das jetzt eine gute Möglichkeit, dass wir oder dass du für diese Leute betest. Ja, wenn ich das kann. Sicher? Ja, wir können zusammen beten. Genau. Und wenn jeder, der heute das vielleicht sieht oder hört, mal beten möchte und sein Leben einfach Jesus übergeben möchte, können wir zusammen beten. Sie können einfach, ich kann für Sie beten, aber Sie nur segnen. Sie müssen selbst beten. Und Sie können dann einfach mitbeten. Und Sie können jetzt mit mir, ich werde langsam beten und Sie können das Gebet, das Übergabegebet nachbeten oder nachsprechen mit mir zusammen. Sagen Sie das laut. Möge das der Himmelherr, möge das der Satanherr, dass Sie jetzt von dem breiten Weg weggehen und dass Sie jetzt Jesus gehören. Und wir können jetzt zusammen beten. Mein Vater, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich nehme dich heute an. Ich nehme die Entscheidung heute an,
von dem breiten Weg wegzugehen. Vergib mir, dass ich bis heute meine eigenen Wege auf diesem breiten Weg gegangen bin. Ich habe viel Sünde gemacht. Vergib mir. Ich nehme dich, Jesus, an als meinen persönlichen Erretter und komme auf dem schmalen Weg, der zu dir führt. Hilf mir, dir nachzufolgen. Segne mich und führe mich. Ich möchte mit dir in die ewige Herrlichkeit sein. Sei mit mir. Du bist mein Vater, mein Erretter und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Und wenn Sie mitgebetet haben, gehen Sie jetzt weiter auf diesem Weg. Und ich glaube, dass wir uns, wenn nicht hier auf Erden, sehen wir uns oben. Und ich möchte Sie dort oben sehen. Gott segne Sie. Vielen Dank, Andreas, dass du bei uns im Studio warst, dass du uns hast teilhaben lassen an diesem wirklich so eindrücklichen und außergewöhnlichen Erlebnis, das du machen durftest. Und dass dir auch, oder ich möchte so sagen, nicht nur für dich, sondern vielen, vielen Menschen zum Segen sein soll. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist genau das, was uns ganz besonders freut. Wenn Sie jetzt auch in diese Entscheidung einwilligen konnten, aus freiem Herzen, einfach weil Sie wissen, ich weiß jetzt, ich möchte mit diesem Jesus Christus mein Leben leben. Ja, wir freuen uns, wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Gebetsanliegen haben, Sie können uns schreiben und wir helfen Ihnen gerne. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.